Für den Verlauf des Körperwachstums gibt es sehr gute, dokumentierte, anschauliche Untersuchungen und Darstellungen. Kinder zeigen ein sehr typisches Längenwachstum, das dadurch charakterisiert ist, dass es von der Geburt weg abnimmt. Wir sprechen hier von einer sogenannten Dezeleration. Kinder wachsen also immer weniger, bis sie dann kurz vor Beginn der Pubertät die niedrigste Wachstumsrate zeigen. In der Folge gibt es dann den Pubertätswachstumsschub. Das ist ein einmaliges Ereignis, abhängig vom Alter, zu dem die Pubertät eintritt. Und mit dieser meist auch für die Umwelt wahrnehmbaren, ausgeprägten Wachstumsschub kommt das Längenwachstum dann aber auch zum Ende. Diese Abläufe sind am besten durch Anwendung von Wachstumskurven darstellbar. Das Wachstum der Kinder wird einerseits in Abhängigkeit vom Alter des Kindes von unterschiedlichen Faktoren in unterschiedlichem Ausmaß beeinflusst. Bei sehr jungen Kindern spielt die Ernährung noch eine starke Rolle. Säuglinge, vor allem Neugeborene, zeigen eine unmittelbare Wachstumsstörung, wenn eine Fehlernährung, vor allem eine Unterernährung vorliegt. Zu einem späteren Alter übernimmt dann das Wachstumshormon einen wesentlichen Anteil an der Wachstumsregulation. Das ist im Kleinkind, beginnenden Kleinkindesalter, Schulalter der Fall. Und wesentliche Hormone, die das Längenwachstum beeinflussen, sind die Sexualsteroide, die zum Zeitpunkt des klinischen Pubertätseintritts wirksam werden. Und über diesen ernährungsbedingten und hormonell regulierenden Faktoren sind die Gene sehr relevante Faktoren. Das weiß man aus den diesbezüglichen Forschungen der letzten 15 bis 20 Jahre. Im Mutterleib wird das Längenwachstum des Kindes sehr stark durch, wir sagen hier, maternale und plazentare Faktoren beeinflusst. Das heißt, der Gesundheitszustand der Mutter, die Exposition gegenüber Noxen, wie zum Beispiel Nikotin, Alkohol, Medikamenten, aber auch alle Faktoren, die den Transport dieser Faktoren über die Nabelschnur begleiten, begünstigen oder regulieren, spielen für das Wachstum des Feten eine sehr große Rolle. Wenn es um die Definition des Normalen geht, ist uns bewusst und das auch aus den Kontakten zu Eltern geläufig, dass diese Normwerte natürlich sehr stark subjektiv besetzt sind und auch von Wünschen und Erwartungen begleitet werden. Um diese Faktoren, die ja nichts mit krankheitsbedingten Wachstumsstörungen zu tun haben, gut berücksichtigen zu können, sollte man immer geeignete, wir sprechen von Referenzwerte, benutzen. Und das sind Wachstumskurven und die Daten, die diesen Wachstumskurven zugrunde liegen, um daraus Berechnungen anzustellen. Die Normalität bezogen auf die Körpergröße wird definiert durch ein großes Kollektiv von gesunden Kindern, die abgemessen werden, und aus diesen vielen Daten werden also statistische Normwerte erstellt. Der normale Bereich wird meist als Bereich zwischen der sogenannten dritten und 97. Perzentile bezeichnet. Das sind Linien, die auf diesen Wachstumskurven zu finden sind. Diese Grenzen des Normalen bedeuten konkret eine Größe an der dritten Perzentile, dass in diesem Alter von 100 gemessenen Kindern 3 Kinder kleiner sind als dieses Kind mit seiner Körpergröße an der dritten Perzentile. Wir haben schon über die Gene gesprochen.
Der wichtigste genetische Einfluss kommt natürlich von den Eltern, wenn auch hier keine ganz strikte und ganz korrekte Berechnung angestellt werden kann, kann man sich doch orientieren, was eine logische Körpergröße eines Kindes ist, im jeweiligen Alter oder auch im Erwachsenenalter. Und dazu hilft eine sehr einfache Formel, die Kinderärzte, aber auch Spezialisten anwenden, um eben diese Frage zu beantworten, wie groß sollte mein Kind eigentlich zu diesem gegebenen Alter sein?